Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir, ich glaube, Kapitel 4 begonnen, ne? Und ja, wir waren auf Highway, haben ein paar Shinra-Soldaten vermöbelt. Während wir mit dem Motorrad gefahren sind, haben so einen anderen Typen, ja, ich glaube, ich Loche oder irgendwie sowas hieß, fertig gemacht. Wir haben den Auftrag von Jesse erledigt, wo wir so eine ID klauen sollten. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg, um noch mehr Shinra-Leute zu verprügeln. Das ist genau passiert, wenn Jesse sich da jetzt in so eine Lagerhalle einschleicht. Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch, red bitte weiter. Jesse wollte schon immer Schauspielerin werden. Was? Wieso interessiert mich das auf einmal? Darauf hingearbeitet und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung, ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um. Und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Makrolache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Ja, Makrovergiftung. Danach hat Jesse angefangen, sich mit dem über das Leben des Planeten zu befassen. Und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Mako im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Mako zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Das nehme ich mal, der hat irgendwie so eine Mako-Vergiftung, ne? Überdosung, irgendwie sowas. Im Mako fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jesse bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Hm. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ha, Cloud. Ja, ist auch Glück. Der Komplex, von dem Jesse gesprochen hat. Ah, ich Glückspilz, die ist nett zu mir und die steht auf mich. Oh mein Gott, was? What a drag. Nicht da lang, bist du verrückt? Nicht da lang, bist du verrückt? Jetzt müssen wir warten, bis Jesse uns das Zeichen gibt. Es ist so ruhig hier. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Ist irgendwie voll verdächtig, aber... Wir sind schon tot, oder was? Ja. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Das war aber nicht Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Äußerst seltsam. Da. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jesse wird sich irgendwo von hinten an. Wie immer so komisch klingen, wenn ich nur ein paar Meter irgendwie entfernt bin, ey. Ja, jetzt ist eine Decke über die irgendwie so gestülpt. Das ist eine Kiste, deswegen untersuche ich mal alles. Super Trank. Ja, die beste Durchschlagskraft. Na ja, Quatsch. Gut. Ich gehe da mal rein, ne? Wir müssen warten. Können ja noch mal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Ist doch mal so. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Jetzt. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Ich wollte schon sagen. Nicht so, als könnte ich jetzt irgendwie ja, die habe ich schon gefunden. Einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Was? Ich habe vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Muss schon sagen, wie soll ich mich denn jetzt hier vorbereiten? Ich bin jetzt hier voll abgeschnitten von allen möglichen. Okay. Wenn ich hier leveln war irgendwie was. Keine Ahnung.
dachte, wenn ich jetzt da drauf gehe oder so. Ja, keine Ahnung. Zeig mal. Das sind da ja Gegner, die ich noch nicht kenne. Oh. Ja, ne, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Alpha Laser. Ja, stimmt, kann ich schaden. Und jetzt sehe ich ja hier. Na, Blitz elementar wirksam, Blitz stark. Ich habe keinen Blitz. Barrett hat Blitz, aber der war schon ewig nicht mehr in unserem Team. Gott, war Boom. Weiter geht's. Trainingsbonus erhalten. So. So, tauchen jetzt immer wieder die Viecher noch auf, oder? Du hast den Weg, du hast sie doch gerufen, Mann. Alter, mit einem Schlag. Ja, okay. Das ist jetzt einfach hier nur, damit ich weiß nicht, falls mir hier irgendwie zu schwer wird, dass ich hier irgendwie noch hochleveln kann oder was. Okay. Interessant. Und dafür werde ich mich jetzt nicht extra hier ausruhen oder so. Falls du was vergessen hast, Essen oder Medikamente, kannst du dich am Verkaufsautomaten einladen. Oh, Ausrüstung kann ich kaufen. Habe ich eigentlich alles genug. Und ich war jetzt auch nicht so scheu, hier einige Sachen einzusetzen. Also, das ist was. Willenskraft, Magie, Vitalität, Materia, Heilen, Gewitter. Also was? Wir kaufen uns jetzt mal ein so ein Ding. Ich irgendwie, keine Ahnung. Dann sollte ich vielleicht mal hier auch gucken, was kann ich denn hier ausrüsten? Was habe ich denn? Ich habe Heilen, was kurz vorm Leveln ist. Ich habe Ausweichrundschlag. Wenn ich irgendwie voll lange irgendwie dauert, irgendwie zu hoch zu leveln, habe ich so ein Gefühl. 144, nee, eigentlich nicht. TP Boost, brauche ich das eigentlich? Wenn ich tue, erstmal das hier rausnehmen. Ich nehme mal Gewitter rein, weil, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe Blitzgegner gesehen. Der macht mich jetzt irgendwie paranoid, dass hier Blitzgegner auftauchen. Also los. Ja, ich bin bereit. Hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Ah, okay. Alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr. Weiß gar nicht, wie ich die einsetze. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Passt überhaupt nicht auf. Dann haben wir Mini Cloud. Da bin ich. Und Mini Tifa. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich merke seine Augenfarbe. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht die Aussprache einfach. Gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe den immer sehr viel auf gesprochen. Nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich.
Okay. Versprochen. Ja, die Szene kam auch im Original vor, diese Rückblende. Aber da dieser Teil der Story nicht im Original vorkam, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann genau diese Szene kam. Aber trotzdem, ich weiß nicht weiter. Wir waren noch mal der Plan. Das war Jessys Signal. Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Ja. Ja, dann mal los. Ja, das lädt schon irgendwie darauf ein, dass ich irgendwie Ifrit einsetze, ne? Weit und breit niemand zu sehen. Haben sich wohl versteckt. Heda! Was geht? Na? Ich bin Cloud. Da ist einer von ihnen. Knallt ihn an! Vielleicht mal ein bisschen leiser, Mann. Ich habe letztens ein bisschen Echo gehört in dem letzten Part. Das lässt sich leider nicht komplett vermeiden. Gerade. So, seid ihr? Euch habe ich schon alle, ne? Ja, bald. Ne, okay. Der hatte noch weniger AP. So, meine Frage ist jetzt, wie tue ich Ifrit einsetzen? Keine Ahnung. Ich habe den ausgerüstet, aber ich habe keine Option irgendwie zur Verfügung, also. Oh. Materie heilen hat die nächste Stufe erreicht. Hey, zeig mal. Dann kann ich jetzt bestimmt auch die Stufe deiner Materie erzielen. Das bedeutet, dass du nun auch höhere Magiestufen einsetzen kannst. Feuerer und Feuerer sind beispielsweise verstärkte Formen der Magie Feuer. Mit der größten Wirkung erhöht sich allerdings auch der MP-Bedarf. Und ich kann sozusagen, das ist genau wie im Original, ich kann stärkere Sachen einsetzen. Kosten von höheren MP-Verbrauch. Falscher Knopf. Muss mir halt so mal angewöhnen, Attacken so einzusetzen. Nein, ich treffe die nicht. Ah ja, mit Kreis rollt man. Boom. So. Halt, du bist neu. Ich glaube, du hast gerade eine Granate auf mich geworfen. So, Grenadier, du bist, glaube ich, neu. Also komm mal her. Zunächst Feuer habe ich nicht. Also, ich habe Ifrit, aber bringt mir nichts gerade. Da kommt unser Boss, ne? Das hat uns gerade noch gefehlt. Ins Vergnügen. Na, warte! Oh, seid ihr meine Bosse? Dann gleich mal gucken, bevor ich die da ihn habe ich zum Beispiel schon analysiert. Auf Nummer sicher. So, bist du gegen alle anfänglich gegen Feuer? Ey. Ich glaube, die nehmen irgendwie an, dass man mit Cloud hier Feuer ausgerüstet hat, aber ich mag lieber Blitz, okay. Oh Gott. Ich will trotzdem dich schon mal
Nee, ich habe ich gerade. Oh. Kann ich da oben das Ding angreifen, wann auch immer. Ah! Ich da gerade abschießt. Das war mal Vitra ein. Ja, hat ganz schön viel geheilt. So. Wo ist das Ding da? Soll vielleicht mal außerhalb der Reichweite von den Teilen sein. Kann ich überhaupt angreifen? Also ich habe Blitz, also ich kann die. Aua. Wenn man ATB, danke. Ich kann da glaube ich nicht drauf losgehen, ne? Ah, der hat da geblockt. Dieser PSR. Ich kann ja wirklich nicht angreifen, ohne von da oben abgeschossen zu werden. Ja, wir sind immer den einen an. Hey, nimm mir nicht den Kill weg. Boom. So, und ich habe mich mal wieder hoch. Das ist ganz schön viel MP, sehe ich gerade. Au. So. Oh, gut gemacht. Kommen wir wieder neue. Kann ich irgendwie hier hoch? Ja. Ist euch schon analysiert? Ich weiß es nicht. Jetzt gebe ich alles. Du sollst Heilung einsetzen, verdammt. So, voll umfällt, du kannst kaum gegen die Viecher gar nichts machen, ey. Die werden einen immer treffen. Ja, dann Stufe 13 erreicht. So, wirksam Feuer. Ach, komm mal her, du. Ich schlitz dich auf. Boom. Okay, die Limits, die bringt's auf jeden Fall. Kommt jetzt. Oh nee, nicht die Hunde. Alter. Komm schon, setzt Ifrit ein. Um die werde ich mich kümmern. Mir nach, Puppies. Was? Du Trottel. Warte, ich helfe dir. Mach ich doch gerne. So, mich alle schon, ne? Ja. Okay, dann mach ich den hier. Sag, ich stütze einfach durch euch alle durch. Und zack, noch einmal. Boah, durch alle durch. Oh, habt ihr den gesehen? Ich bin schon abonniert. Okay, ich muss mich wieder heilen. Vitra, wenn es geht. Alter! Da! Ah! Warte mal, ich habe eine Idee. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin schon wieder gleich tot. Hilfe! So, Konter. Oh, ich raste aus. Okay, war ein paar Mal ein bisschen knapp. Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich.
Ah, da kommt was Großes jetzt, ne? Ja. Bunkern die hier ganzes Arsenal? Da schön halt, ne? Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Oh, wenn du mit Beschwörermaterie ausgerüstet bist, erscheint beim Kämpfen gegen besonders stark gegen eine Beschwörungsleiste. Sobald diese Leiste voll aufgeladen ist, kannst du bei Kommandomenü eine S-Bar beschwören. Ja, ich sehe es da. Meine Limitanzeige ist auch voll. So, erst einmal. Ach, die Viecher. Wenn ich schon mal bekämpft. Ich warte erstmal, bis das aufgeladen ist. Lappe haben die, keine Ahnung, 4000. Na, no, dann zeig mal. Benutzt die Minencloud. Ja, ich mach die Beschwörung. Ist wahrscheinlich aber nicht so episch wie in Final Fantasy 15, ne? Erstmal kämpfen an einer Seite, bis die Beschwörungsleiste aufgebaut ist. Sie kämpfen selbstständig. Allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen Austausch gegen ATB deiner Gruppenmitglieder den Einsatz von Fähigkeiten zu befehlen. Wenn dann erstmal den Kampf verlassen muss, setzt sie Abschluss eine verheerende Spezialfertigkeit ein. Geil. So, erst einmal mache ich noch hier den hier. Vielleicht habe ich ja beide damit. Ich glaube nicht. Mal eingetroffen. Da sind noch einige Minen. Die Führung überlasse ich dir. Erstmal Fertigkeit. Flammensturz. Und dann für zwei Dinger. War da was? Ne. Feuerbrunst. Ich warte auf den Abschlussangriff. Cloud, lock sie zu den Minen. Nein, ich will den Abschlussangriff sehen. Gott, muss mich heilen. So, ich habe gehört, da gibt es einen Abschlussangriff, wenn du verschwindest. Zeig mal. Hab noch ein paar mehr Minen verteilt. So fett, mach den fertig. Feuer der Hölle! Geil. Und der ist weg. Umzingeln! Na toll. Okay, du nimmst die linke Seite, ich die rechte. Extra. Du scheinst dich ja auch ohne mich schon köstlich zu erzählen, mein Freund. Merkwürdig. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. So was? Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Ich bin mir sicher, ich schöner Typen, die schauen alle zu. Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber... Ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Endlich. Du und ich im fairen Stellen. Oh, danke schön. Mein Freund.
Okay, das geht, na? Ne? Ja, dann kämpfen wir hier. Meinetwegen. Wir haben mich verfolgt. So. Dann zeig mal Loche. 8000. Und sind alle führen auf Dauer dazu, dass er leichter einzuschüchtern ist. Au. So, Gegenstände kosten ja auch eine ATB, ja. Dann komm her. Greift nicht mit Magie an, greift wie ein Mann physisch an. Los, komm. Na, du Pisser. Wieder voll heilen, ey. Ist wahrscheinlich auch anfällig gegen Feuer. Ja, das war so klar. Ey. Hätte ich mal Feuer ausgerissen. Weil, wenn ich gerade meine Dings hier einsetzen will, komm her. Ich will meinen Angriff überhaupt nicht stören. Ey. Gut. Der tut doch nicht mal zittern oder irgendwie so was, wenn ich ihn angreife. Gibt's nicht. Mein Gott, komm her. Jetzt aber. Leg noch mal. Ich bin auch voll ausgewichen, ne? So besser. Keine Chance. Komm her. Ich will dich ja verarschen, ne? Das ist mein Angriff aus Kingdom Hearts. Mein Einsatz. So, komm her. Ja, einfach geblockt und dann gekontert, ne? Oh, mein Freund. Mehr davon. Was? So, einmal heilen. Einmal den hier. Ich war noch in der Form, alles klar, gut. So, komm her. Jetzt mal was schön. Oh, Limit. Du bist sowas von tot jetzt. Geschockt und Limit-Angriff. Overkill. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Oh nee. Alter, ist das echt alles wert hier? Wir uns gegen so eine Armee erstellen. Aber jetzt doch für Shinra. Ja, Soldat. Ich bin blöd. Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Ha 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 ha!
Ja, der Typ ist mir viel zu extra. Also nicht wie ein normaler Mensch fahren. Zum Glück haben wir nicht getroffen, ey. Ist das wirklich alles das wert? Wedge, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Hey. Sorry. Nicht auf meinen Kanal. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Ah, Wutai. Ein weiterer Ort, den wir nicht in diesem Spiel sehen werden. Tja. Wären schon drei. Ne, vier. Gongaga, Gold Saucer, Cosmo Canyon, Wutai. Das sind alles Orte, die wir mal gar nicht zu Gesicht bekommen. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. War ein bisschen Overkill hier. Jetzt bin ich mit einer ganzen... Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ah, mein Bauch. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Dann sagen wir, gehen ja noch ein bisschen weiter. Du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Müssen wir ja wieder rausgehen, ne? Das war ja passiert irgendwie eine Menge. Chor A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Chor B übernimmt die Strafensperren und hat stachelige Haare. Jawohl! Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Da seid ihr ja. Wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Verbreitet die Meldung, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Alle auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich irgendwie. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge! Alles klar? Jemand gemerkt. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Bohrer! Zeig mal. Was macht ihr hier vor? Das sieht fies aus. Ja, wo ist von so einem Hund gebissen, ne? Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Na. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Na gut. Okay, in den Slums. Das wird eine Überraschung. Oh Mann, das wollte ich schon lange mal ausprobieren.
probieren. Die schießt dann jetzt mit der Kanone wieder da zurück. So, ist doch irre, wie sie einfach so läuft. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. Durchführung einer Sicherheitskontrolle wurde eine Ausgangssperre. Wir sind nicht verdächtig. Wir sehen nur aus, als würden wir irgendwie für einen Kampf bewaffnet sein und so, aber. Ich gehe da mal. Die alte Frau gerade diesen Typen verprügeln mit einem Besen. So. Komm schon, hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff Glaube, ein voller Erfolg. Jetzt kann deine nächste Mission nicht schief gehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten. Ja. Dürfen wir doch nicht sagen, Cloud. Nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nein, wollte ich nicht. Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Ne? Echt? Na, da muss ich wohl die Arme hochklappen und zerschnitten. Ich freue mich schon drauf. Na, und ich erst. Doch, Materie. Was haben wir da? Wiederbeleben. Ja. Geht schlecht, wenn ich der einzige Charakter bin gerade. Jetzt sieht doch hier noch so ein bisschen größer aus, also würde ich mal sagen, ich mache doch hier einen Schnitt, weil ich dachte, wir können jetzt hier einfach, weil nicht eine Mitfahrgelegenheit oder was weiß ich, irgendwas machen. Dann sind wir ja wieder raus, aber anscheinend nicht. So. Tun wir mal die Dinger hier noch aufleveln und dann. Ich sagen, wenn wir den Part, ne? R2. Physische Attacke, Abwehr, magische Abwehr. Ja, physische Abwehr. So, wir haben ein Level abgehabt, also können wir unsere Waffen hochleveln. Okay, was haben wir hier noch? Und TP. Physische Abwehr plus 5. Ah, cool. Mit dem magische Attacke. Was haben wir ja noch? Linder physische Schaden beim Blocken, minus 10%. Ich glaube, das nehmen wir eher. Ich meine, ich tue zwar sehr selten blocken, aber trotzdem. Gut, dann würde ich sagen, ich bin der Bart hier. In der nächsten Folge gehen wir dann zurück zu den Slums, ne? Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ja. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Hinterlasst bitte einen Like, einen Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.